Aber ich finde, so sieht es doch auch gar nicht mal so schlecht aus. So, als nächstes würde ich gerne in die Richtung graben. Und den nächsten Bereich freischalten. So, Zufriedenheit meiner Zwerge steigt. Dadurch werden sie effektiver. Und ja, da wir so viel Lagerkapazität haben, wäre es wirklich eine Idee, was wollte ich sagen? Wäre es wirklich eine Idee, mal das Hemfort, ja, den Zwergenhort zu verbessern, so wollte ich sagen. Hier würde es runtergehen in weitere Räume. Aber bevor ich mich da lang weiter grabe, übrigens kann ich mich dann auch hier lang weiter graben. Noch ein Stück, gucken, was ich da finde. Ist übrigens lustig, wenn ich mich mit dem Fragezeichen drehe, da sieht es fast so aus, als ob sie sich nicht bewegen würden, weil sie sich mit mir mitdrehen. Ja. So, Bergarbeiter-Zwerge sind hoffentlich bald wieder einsatzbereit. Was ich halt auch gerne finden würde, wäre weiteres Turmalin. Weil ja, gut, wir hätten hier oben welches zum Ausgraben. Allerdings möchte ich nicht in dem Schacht graben. Ich möchte lieber eine Turmalinader finden oder irgendetwas, was aus Turmalin ist. Ah, meine Gebete wurden schon erhört. Da ist nämlich ein bisschen Turmalin. Das heißt, ich kann im Hemfort-Menü schon mal einen weiteren Jungzwerg anheuern. Und mit der... Na komm. Hä, warum geht die Pipette gerade nicht? Pipette. Da einen weiteren Forschungstisch bauen. Und ja, wieder eine Spinne. Hier drin. Eine. Oh. Wo kommt die jetzt her? Lässt du mein Strohbett in Ruhe? Nein, lässt sie nicht. So, neues Strohbett. Okay, das war jetzt wirklich blöd gelaufen. Wird langsam schwierig, geistreiche Kommentare zu schreiben. Verlass dieses Gebiet endlich. Meine Güte, na gut. So, das heißt, hier und hier lang jetzt. Und guck mal, wie schnell der schon Level 2 geworden ist, der Jungzwerg. Also ja, diese eine Forschung mit den Erfahrungspunkten ist Gold wert. Hier unten ist noch was. Das sieht aus wie Marmor. Oh, was haben wir hier gefunden? Gnome. Ja gut, da hier ein bisschen Ressourcen zu sein scheinen. Bisschen viel Ressourcen.
Würde ich sagen. Setzen wir doch hier ein paar Leitern hin. Und ja, ich habe wirklich Gnome gefunden. So, die Jungs sind mal wieder müde. Wenn ich genug Holz habe, werde ich doch mal ein gutes Bett bauen. So, Waffenspezialisierung ist fertig. Jetzt könnte ich aus den beiden Spezialisten machen, aus meinen Kriegern, wenigstens aus einem mal eine Nahkämpfer machen. Und ja, ich habe wirklich eine kleine Gnomensiedlung entdeckt. Also die haben hier alles. Die haben einen Esstisch, die haben Stühle, die haben eine Lehrbank. Gnome, ein harmloser kleiner Gnome. Ob ich denen das glauben soll, dass sie klein und harmlos sind? Und ich könnte ich dann mit nochmal 10 Turmalin auch upgraden. Zu einem zweiten Wissenschaftler. Das heißt, wir kriegen schneller Forschungspunkte und wir können schneller effektiv werden. Vor allem langsam auf die Laufschuhe hinarbeiten. Lichter, Befestigung, Laufschuhe. Dann die Handwerksverbesserung. Und ja, Forscher laufen manchmal ein bisschen komisch. Und manchmal verfehlt man einfach den Turmalinblock. Hm? So, gibt es hier unten noch Rohstoffe dann? Sieht nicht danach aus. Nein, das heißt Deckel drauf und Gutes. Deckel. Wäre das hier und Gutes. Oh, und wir haben genug Holz für ein Deluxe-Bett. So, das bauen wir doch gleich mal. Um die Zufriedenheit noch etwas zu steigern. Gut, noch ein Level ab, dann wirst du auch abgegradet zum Forscher. Und ich frage mich echt, sind die wirklich so friedlich, wie sie tun? Oh, kommen sie gleich und greifen uns an. Nein, wir greifen sie an. Also ja, diese Pseudo-Zwerge haben keinen Existenzgrund oder so. Deswegen schaffen wir sie einfach aus dem Weg. Dieses Objekt wurde nicht von Zwergen entworfen oder gebaut. Das heißt, wir können ihnen jetzt ihre Betten wegverkaufen. Hey, da war sogar Eisen mal mit drin. So. Und ein Forschungspunkt. So, das heißt, wir können hier den Stein ausgraben, den sie bewacht haben. Wobei bewacht jetzt relativ ist. Das ist richtig böse, dass wir die einfach mal so aus ihrer Heimat vertrieben haben. Oh, hier sind auch noch mehr Steine. Ja, wir sind böse Zwerge, aber unser Prinz ist eh ein Egoist, der macht gerne mal Zwangsräumungen. So, dann geht's da runter als nächstes. Oh!
Hoppala. Das wollte ich jetzt nicht eigentlich da noch reingraben. Das hier sind nämlich wie noch eine Gnomen. Wie ein Gnomenort aus. Bauen wir am besten auch hier. Leitern hin. So. Hey, die haben ist das Eisen? Ja, sogar sehr viel Eisen. Was habe ich? Ich habe jetzt hier drüben noch einen Ort mit Gnomen freigegraben. Und mein Zwerg ruht sich bei denen aus. So, Lichter freischalten. Das wäre als nächstes dann demnächst auf die Laufschuhe umsteigen können. So, und hier ist der Weg nach oben. Und du wirst mal ein Nahkämpfer. Einfach mal so im Kampf habe ich jetzt beschlossen. Das ist wirklich nicht ganz fair, aber guck mal, wie grimmig sie werden können, wenn man sie reizt. Das ist jetzt ein unausgeglichener Kampf. Er blockt und dodgt. Und du wirst mal ein Speerwerfer. So. Oh, wir haben genug Steine wieder für noch eine Statue. Lassen wir das einfach mal alles weiterlaufen. Deko hier war das. Dann bauen wir jetzt mal noch die andere Statue direkt gegenüber. Und ich sollte mal den Thronsaal ein bisschen ausdekorieren. Ich würde ja am liebsten Marmorboden setzen. Geht aber schlecht, da wir keinen Marmor haben. Deswegen setze ich hier Steinboden hin. Oh, und hier an der Wand fehlt noch ein bisschen Holz. So. Bisschen Stein können wir uns ja leisten. So, wie sieht es hier unten aus? Hier ist noch mehr Eisen und Turmalin und Schlag mich tot. Und Holzzeug zum Verkaufen. Okay, Steine. Und hier Turmalin. Warum habe ich das komische Gefühl, dass die unten miteinander verbunden sind? So, wie sieht es hier aus? Hier wäre auch noch Stein. So. Oh ja, langsam wird es unübersichtlich. So, Wände. Meisterhafte Wände für den Thronsaal. So. Gut. Da fehlt noch. Gehen wir eins runter. Da fehlt noch so. Der Thronsaal ist damit fertig. Vollkommen ausgeschmückt zu sein. Und ja, wie ich mir dachte, hier unten ist alles Turmalin. Da ich genug Holz habe,
Und wie man sehen kann, wir haben noch viel vor uns. Na komm, buddeln wir da noch weiter. Selbst hier gibt es noch Stein. Von da aus kommen wir auch noch in die Räume ran. Ja, und an die Räumchen. Das Räumle hier. An den Raum. Hey, Gold. Gold ist immer gut.